Willkommen du zu Arsch! einer neuen. Du hast mich gerade verarscht, oder? Also meine Folge läuft schon. Okay, ich weiß ja, nicht, wie's bei dir ist. Meine ganz spontan jetzt auch. Okay. Hallo zusammen, liebe Freunde. Du bist so ein Arsch. Was denn? Ich moderiere extra für deine Leute noch mal an und werde sofort wieder angefaucht. Ja. Ja, dann gibt's eben keine Antwort hier. Nee. So geht weiter. Tschüss. Ja, nicht tschüss. Wir fangen ja gerade erst an. Tschüss. Oh Gott, ey. Ja, ich muss das mal reparieren, bevor ich hier weiterbauen kann. Ach so, das ist Kittmas Lager. Also wieder falsch. Ja, du kannst mein Lager ruhig abbauen. Das ist kein Problem. Ich bin froh, wenn der Lehm und so was da raus ist. Nee, nee. Nee, hier ist die Station gewesen. Ich bin gerade nicht zufrieden, dass das nicht... Aber das ist bestimmt, weil es schräg ist. I don't like this. It's shit. Ja, das verbindet sich nicht und ich mag das nicht. Da ist eine Spalte drin. Das mein innerer Monk sagt nein. Da ist was geknackt. Ist deine Sache kaputt gegangen? Ja, vielleicht. Das habe ich sogar noch gehört, wie es geknackt hat. Oder war es dein Fuß? Beim Terraform den Fuß gebrochen? Nee, das war meine Schaufel. Doch, die sieht aber noch gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Schaufel war. Nee, das war mein Schwanz. Wenn du es genau wissen möchtest. Was? Was? Nichts. So. Bist du doch ein Manchi? Ja. Okay, dann ganz neue Erkenntnisse. Hier erfahrt ihr alles. Ach, ficken, dafür brauche ich Holz, oder was? Ja, fürs Reparieren brauchst du Holz. Nee, nur für die Schaufel. Für die anderen brauche ich... was anderes. Okay, ja, ich mache erstmal einfach mal so 4. Warum habe ich denn jetzt nur so wenig Lagerplatz? Möchtest du mich verarschen? Da ist doch Holz. Friss es doch. Mann. So, hier, benutzen. Okay. Ich hab grad irgendwie Frameverluste. Also bei mir lädt er, hatte so manchmal so Mini-Freezes. Ach! Bei mir nicht. Irgendwie hier an dieser Stelle. Was ist los bei dir da? Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt schon so sehr übertrieben? Ja, wir müssen das einstellen. Das geht einfach nicht mehr, Chi. Entschuldigung. So, dann haben wir hier jetzt einen etwas größeren Bereich. So, ich hier den Scheiß bitte jetzt. Danke. Ich muss mal von der Seite kommen. Erscheinen reicht. Ohne Worte. Und trotzdem mag man mich. Diese Lache gerade so. Kennst du die? Natürlich. Dolores Umbridge? Ja! Oh, ich bin nicht der Erste, der dich darauf hinweist, okay. Das nein, ich dachte zumindest selber auch gerade. Deswegen. Ja, ich musste echt gerade... Das war original Dolores Umbridge gerade. Mhm. Ich mag die nicht. Diese ganz schlimme Frau. Ja. Also auch real life, ganz schlimme Frau. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir kennen die persönlich. Ja, ist selbstverständlich. Wir kennen den kompletten Harry Potter Cast. Ja, nicht alle. Ein paar. Nein! So. Doch. Das war nicht an dich, das war an die Erde, die sich da gerade nicht hinplatzieren wollte. Ach so. Schweinerei. So. Mal das hier und ja, die auch. Hier liegt noch Kaktusholz drin. Aber dass man auch verschiedenes Holz für verschiedene Sachen braucht. Also das ist irgendwie cool und nervig zugleich. Oh ja, ich glaube, das würde uns noch richtig, richtig, richtig nerven. Das habe ich irgendwie so im Gefühl. Ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass du da recht behalten wirst. Auch wenn ich mir wünsche, ich könnte dir jetzt widersprechen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu optimistisch gedacht von mir an dieser Stelle.
bin. Over the rainbow. Was? Das war nicht der Text. Ich hatte den anders in Erinnerung. Ich glaube, das ging genauso. Graben over the rainbow. Ich brauche noch mal ein bisschen Erde. Kann ich eigentlich Sand stempeln? Das weiß ich nicht. Warte mal, hier geht es noch Erde. Na, natürlich nicht, okay. Nein, du kriegst mein Eigentum. I'm sorry. I'm not a moose. Hier ist wohl noch Erde drin. Warum auch immer. Latsch, 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 latsch. Schlatsch, 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 schlatsch. Schlatsch, 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 schlatsch. So, an dieser Stelle hat er irgendwie immer ein bisschen. Du musst hier mal hinkommen gleich und gucken, ob das bei dir auch so ist, dass der da bei dir irgendwie so Black Spikes hat. Ich laufe. Da, wo mein Karren steht, wenn du dann zu mir kommst, von da. Nein. Also ich habe immer, wenn ich hier auf dieser Kreuzung bin, dann ist der irgendwie, hat der bei mir irgendwie Lagspikes. Achso, ja, es ist, der Bildschirmfilm hat so ein bisschen schwarz. Ja, genau. Ah, okay, wenn du das meinst, ich dachte, richtig ruckeln. Nee, also es ist einfach so ein kurzes Aufflimmern. Ja, das habe ich auch. Es ist jetzt nicht so, dass das wahrscheinlich kommen wir in einen neuen Bereich rein, was die Frames angeht, deswegen, dass wir hier genauso einen Übergang haben. Das kann sehr gut sein. Der Terraform hier ist ja noch lästiger als wie in Minecraft. Das ist halt sehr entspannt, ne? Ja, weil du immer nur eine Erde platzieren kannst. Wenn du eins auf der Schaufel drauf hast. Ja, ich habe das ja immer so gemacht, ich habe die erst alle ins Lager gepackt. Weil wenn du aus dem Lager. Ja, dann kriegst du 10 raus, ja. Genau, aus dem Lager kriegst du direkt 10 raus. Das finde ich irgendwie einfacher, als wenn ich jetzt einen nehme, woanders hinpacke und fertig. Ja, vielleicht kriege ich mal meinen. Okay. Wie heißt er? Karren! Dankeschön. Nach dahin. Weil ich glaube, in meinem Karren irgendwas anderes gerade drin ist. Yes. Holz, natürlich. Gibt's Schlimmeres, was man im Karren haben könnte, oder? Aufnehmen. Ist nicht reich genug zur Ernte. Willst du mich verarschen? Ich kann den nicht aufnehmen. Warte, ich komme gleich mal gucken. Warte. Nein, jetzt. Entschuldigung. Ich bin nur doof. Ja, okay. Ich habe das Falsche anvisiert. Ich habe das Falsche anvisiert. Du musst die Greifarme anvisieren. Ich habe immer den Karren an sich anvisiert. Jetzt stecke ich fest. Ah, okay. Warum stecke ich denn jetzt fest? Geht's jetzt wieder? Nee, ich habe gerade den Karren kaputt gemacht. Ich hol mal eben so ein bisschen drin, ich nehme das mal mit. Geht's jetzt wieder? Ja! Hui! Ich freue mich aber, dass wir Sachen erreichen können, Chi. Wie meinst du erreichen? Hallo! Dass wir hier vorankommen. Was Opala. Wir sehen quasi einen Fortschritt. Und wie gesagt, guck mal, und ich hatte halt mal gedacht, hier, du siehst mich ja hier, ne? Ja. Du könntest natürlich hier ein Garagentor irgendwann mal einbauen. Dann wärst du direkt hier auf der Straße. Bestimmt. Nom nom nom. Nom nom nom? Nom nom nom? Hast du nicht gerade gegessen im Spiel? Nee. Okay, hat sich jetzt nur so angehört. Ja, ich habe mich wieder umgesetzt. Das ist das Quietschen meines Stuhls. Bist du jetzt der neue Dave, oder? Ja. Nee, mein Stuhl pupst nur, wenn ich mich bewege. Was? Ja, okay. Alles klar. Ist halt ein Lederstuhl, ne? Also ich kann dir übrigens die Noble Chairs sehr empfehlen. Ja, den hole ich mir auch, aber dafür brauche ich erst ein bisschen mehr Geld.
Also ich hab's mir einfach mal gegönnt, ja, schon vor längerer Zeit. Und ich muss einfach sagen, die sind so unglaublich geil. Der kommt bei mir auch. Der steht schon ganz, ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Aber dafür muss ich noch ein bisschen arbeiten. Der kommt spätestens im Januar, wenn ich dann fertig gelernt bin. Und mein Studium beendet habe. Ich sag mal, solange dein Stuhl noch funktioniert, ist es ja jetzt auch nicht zwingend notwendig. Du, ich habe nur noch eine Armlehne. Ja, ich sage, solange er funktioniert. Ich habe die andere Armlehne. Ich meine, du kannst die Arme ja hier zwischendurch wechseln. So einfach so rüber wollen. Ja, das Ding ist, die ist mir abgebrochen. Weil ich stütze mich, wenn ich mich umsetze, stütze mich immer mit beiden Händen auf meine Armlehne und setze mich halt dann um. Und irgendwie war ich auf einer Seite immer ein bisschen zu schwer. Und dann wollte ich mich einmal umsetzen und dann macht so Kjunk. Und dann ist sie so nach unten gebogen. Das war ungünstig. Wollen wir da hinten nicht einfach mal direkt Steinhäuser bauen? Wir können auch Steinhäuser machen. Ach so, das wird. Geht das, dass du mit Stein grundierst, so eine Reihe und dann Holz draufsetzt und an den Ecken ist noch anderes Holz? Mit Stein grundieren und dann Holz drauf und an den Ecken ist anderes Holz. Du meinst, dass du nur die Ecken in einem anderen Farbton von Holz hast? Genau, dass du die Ecken zum Beispiel Hartholz ist, das zwischendrin ist Weichholz und der komplette Grundriss unten ist aus Stein. Also das mit dem Fundament, das ist ja kein Problem. Da brauchst du halt einfach Stein. Ich weiß jetzt nicht, gibt es verschiedenfarbiges Holz, jetzt, ja. Mit dem du... Deswegen sage ich ja, das eine ist Weichholz und das andere ist Hartholz. Weichholz ist ein bisschen heller, das siehst du ja bei mir unten. Mein Fundament unten, also mein Boden, ist heller als meine Wände. Okay, ja. Und das hellere ist Weichholz und das dunklere ist Hartholz. Ja, dann denke ich, sollte das funktionieren. Sehr gut. Ich brauche... Weichholz. Nein. Ich brauche Sand. Sand brauche ich, um Steine herzustellen. Okay. Jetzt gucke ich noch mal eben. Ich habe jetzt zwar gerade eine Werkbank gebaut, aber das macht ja erstmal nichts. Und die braucht, glaube ich, ja, okay, die muss drin stehen. Dann muss ich die von hier bauen. So, und was ist das? Rocktag. Basalt, Gneis, Granit oder Kalkstein. Natürlich, Sandstein geht nicht. Davon habe ich ja nur überschussweise. War gut. Ist doch klar, dass das dann nicht geht. Ist natürlich wieder, nein, also ich benötige diesen Steintyp. Was anderes möchte ich nicht. Also was, dann baue ich, glaube ich, doch erstmal aus Holz. Aber Stein? Ja, ich hab Granit. Ja? Ich habe sau viel Granit, ja, bei mir im hinteren Lager, das hinterm Haus steht. Ja, also, dann können wir ja, dann... Ich doof. Kannst du mir einfach ein bisschen in mein Lager packen und ich hole derweil ein wenig Sand? Kann ich. Was denn? Was denn? Hilfe! Hilfe! Was genau? Ich hänge zwischen den Lagern fest! Hilfe! Wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ich sehe dich gerade nicht. Moment. Auf der Minimap sieht man sich. Ja, ich weiß, wo du stehst, aber... Also, wie sieht das aus? Das ist irgendwie lustig. Aber da, guck mal. Granit. Okay. Ich hab dir Granit in deinen Wagen gepackt. Oh, danke. Ja, den brauche ich natürlich. Das ist sehr lieb. Ich brauch den ja nur hier, aber sei es drum. Du hast nicht gesagt, wohin? Ins Lager, habe ich gesagt. Der Holzkarren ist nicht das Lagertier. Aber du standest da gerade so schön. In welches Lager genau denn? Ist eigentlich egal. Mach mal ins erste, weil ich glaube, da kommt der. Ich habe keine Berechtigung. Ich habe nur eine für das mittlere habe ich Berechtigung für das hier. Wie du das sortiert hast. What the fuck? Das ist überhaupt nicht sortiert. Doch, du hast da Erdhaufen und dann kommt Stein mit Holz. Wow. Ja, bei mir ist es nicht so. Wow.
Ja, stimmt, bei dir ist wirklich alles durcheinander. Siehst du? Karren hier. Ja, das ist beim Finger weg von meinem Karren. Ja, I love my Karren. Ich kann deinen Karren auch nicht mitnehmen. Ach ja, stimmt, ich habe dir auch keine Berechtigung gegeben. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man sich generell für alles Berechtigung gibt. Dass man das nicht immer neu einstellen muss bei jedem einzelnen Lager, sondern dass... I don't know. Das müssen wir mal gucken, ja, dass wir es irgendwie rausfinden. So, das Schöne ist, ich kann jetzt eine Fliege mit einer Klappe schlagen. Was du kannst das, eine Fliege mit einer Klappe? Wow. Ich bin so stolz auf dich. Eine Fliege mit einer Klappe? Ja, okay. Schön. Ich kann jetzt eine Fliege mit einer Klappe schlagen. Ist toll, dass du auch sowas hast. Ja. Du hast nicht genug Platz im Zielinventar. Ich leg's in die Mitte. So. Ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wollte ich sagen. Natürlich wolltest du das. Ich muss nämlich hier später Erde reinsetzen. Das heißt, ich muss hier sowieso ausheben. Und das, was ich hier ausheben muss, das ist halt Sand. Oh ja, wow. Sodass ich jetzt eine Fliege mit einer Klappe schlagen kann. Weil die böse war, die Fliege. So eine böse Fliege. Keine böse Fliege. So, hier, zack. Und ich komme nicht dran. Scheiße. Ich habe gerade neben meinen Karren gekackt. Ja, da musst du mal richtig treffen, Chi. Ja, ich bin nicht so zielsicher. Oh Gott, diese Roots are too strong. Oh, lol. Hm? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich dachte, die Folge wäre schon wieder. Crushed Sandstone? Nee, nee. Ja, den habe ich auch schon mal gefunden. Ah, lol. Keine Ahnung, was man damit wiederum machen kann. Aber ich auch absolut nicht. Ich packe sie einfach nur in meinen Karren. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ist ja nicht so, dass es hier 12 Millionen Sachen gibt, die man zum Bauen verwenden kann. Aber hey, nein, passt nein. Schon. Ah, mein Auge juckt. Da, 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 oh, ich habe Timber geschrien. Timber! Ach so, halt, ich muss hier hoch. Fuck, ich brauche dafür ja wieder Holz. Ja, ausdrucksweise immer. Ach, Entschuldigung. Kennst mich. Jedes Mal, wenn ich mit dir aufnehme, muss ich Angst um deine nicht vorhandene Monetarisierung haben. Ja, Chi, wenn ich irgendwann mal meine Folgen monetarisieren kann, wir dürfen nicht mehr aufnehmen. Entschuldigung. Nein, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass doch. Die zwei Klicks, die ich auf meine Videos immer so habe, dass da viel bei rumkommt. Da kann ich auch auf die Monetarisierung verzichten. Wenn du, hast du zufällig Erde-Chi? Bisschen was, ja. Also wenn du mal Erde hast, dann darfst du sehr gerne mit deinem Karren mal hier vorbeikommen. Dann nehme ich dir, ich kaufe dir alle Erde auf. Okay. Eigentlich könnten wir dann Karren tauschen. Du könntest mit einem vollen Erdkarren hier hinkommen und meinen Sandkarren mitnehmen. Ja, was soll ich denn da mit dem Sand? Ja, den brauche ich doch, um Mörtel zu machen. Nur dann ja, kannst dann habe ich halt den Karren nicht. Nein, aber dann kannst du den Sand bei mir ins Lager packen schon mal, weil dann packst du nicht die Erde sinnlos irgendwo hin, weil ich die hier gebrauchen kann. Achso, ja, das können wir machen. Ne, weil bevor du, die Erde muss ja auch irgendwo hin, sonst würdest du die Erde ja irgendwo hinpacken. Aber es ist noch nicht voll, der Karren. Noch komme ich klar. Die Wege werden zwar langsam länger, aber noch komme ich daran. Ich habe da noch ein kleines bisschen Erde, glaube ich, drin. Eins. Ich habe noch ein Erde hier drin. Damit komme ich jetzt sehr weit. Ja, warte, ich hab's gleich. 6 Erde noch. Ja. Oh, ist ja nicht mehr viel. Guck ich mal, dass ich noch so viel Sand wie möglich hier reinkriege. Aber ich habe da nicht nur Erde drin, ne? Ja, jetzt, solange jetzt nicht der Anteil irgendwie 20% Erde, 80% nee. Anderes Zeug, ist es okay. Ah, jetzt halt perfekt. Ich komme. La la la. Der Schein la. Reicht.
Wollte auch mal. Lustig sein? Ja. warte mal. Oh, nee, halt, stopp, komm mal zurück. Das sagst du mir, wenn ich fast da bin. Komm mal her, Chi. Ja. Das, was hier so um uns herum ist, ne? Das ist doch Sand, ne? Ja. Jetzt guck mal bei mir im Karren. Du hast da Erde. Ja. Ich habe die ganze Zeit dieses Zeug hier abgebaut. Aber da steht doch Sand. Ist. Hä? Wenn ich das platziere, sieht das so aus. Warte mal. Ich muss das hier eben kurz loswerden. Desert Sand. Ja. Also wenn ich jetzt das... Was war das denn jetzt? Ja, ich bin alt. Desert Sand. Ich nehme das auf und du erhältst ein Erde. So, und wenn ich das hinsetze, sieht das jetzt so aus. Vielleicht braucht man was anderes dafür. Also Sand, ja, wahrscheinlich am Strand bei uns gibt es mit Sicherheit Sand, aber... Ich muss das erst einmal aufnehmen. Weil ich konnte es nicht stempeln, deswegen habe ich es jetzt auch nicht weiter verfolgt. Aber ich kann ja so machen. Also habe ich die Erde jetzt völlig umsonst zu dir gebracht? Ganz leider ja, Chi. Das tut mir sehr leid. Aber du bist doch auch meiner Ansicht, dass das, was hier ist, aussieht wie Sand. Ja, das stimmt. Und ich meine, da steht auch Desert Sand. Deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass das, wenn ich es aufnehme, auf einmal zur Erde wird. It's magic! Ja, echt mal. Das ist. Aber dann packe ich die Erde halt hier hin. Ich muss hier sowieso terraformen. Warum hast du jetzt eine Pause gemacht? I'm too hungry to work. Weil ich auf einmal nur einen hingesetzt habe. Ich dachte, ich habe mehrere rausgenommen. Jetzt habe ich 10 Erde. Jetzt. Plitsch. Wie schön du das gerade immer im Rhythmus mit mir gemacht hast. Wir haben uns perfekt aufeinander abgestimmt, Chief. Ja, ich merke das schon. Ah, Stone Roll Tool ist gebroken. Stone Roll Tool ist zerbrochen. Viel ineffizienter bis zur Reparatur. Pack die Scheiße doch dahin, wo sie hin soll. Kann ich eigentlich hier vorne wieder meine Points setzen oder musst du da noch was bauen? Nee, ich muss da noch. Okay. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Ich bin furchtbar, was Terraformen angeht. Ich wäre dir aber sehr verbunden, wenn du nicht die Erde bis vor mein Fenster bauen würdest. Nee, ich habe darauf schon geachtet, dass die Wand frei bleibt. Okay. Das ist schon klar. Ich will dir ja nicht dein Haus da kaputt machen. Zack. Gut, ich habe hier die von dir. Ich weiß schon. So. Ich habe noch eine Werkbank im Inventar. Die ich ja eigentlich da vorne hinsetzen wollte, um dann Hewn Logs zu machen. Ich finde es voll gemein, dass wir immer noch keine Hauspunkte bekommen. Warum? Wir haben weil halt ich gerne noch Hauspunkte. Naja, weil wir die auch so dringend brauchen gerade, ne? Ja. Ich habe voll das schöne Haus, dann kriege ich nicht mal Belohnung dafür. Schweinerei! Du wirst dafür noch ganz viel belohnt. Schweinerei. Oh, immer dieser Mini-Freeze hier. Was ist das denn? Achso, ich muss das erst noch einmal wieder aufnehmen und platzieren. Ah, oh, nee, ich habe noch 10 Erde. Nein. Entschuldigung. Aber ich muss halt immer wieder dran denken, wenn du ja, so... Ja, ich auch. Ich hasse mich dann immer selber dafür.
Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Ist da noch was drin? Nein, mein Wagen ist leer. Yes. Hui. So, soll ich erstmal bis hier gehen? Weil jetzt aktuell Mine anfangen brauche ich noch nicht. Dann mache ich zumindest mal noch was anderes. Der anderen Seite ist die Folge auch bald schon wieder rum. Dann, ach komm, ich mache den Rest der Folge mache ich hier noch weiter Straße. Die Leute sind es doch mittlerweile gewohnt. Ja, denke ich auch. Ich meine, die sehen bei mir schon seit Stunden, wie ich Erde von A nach B schippe. Oh. Kommt im Club. Aber das ist Eco. Ja, das gehört nun mal dazu. Und ich sag mal, gerade am Anfang, natürlich ist die Welt... Ach Gott, hier ist wieder so ein Kaktus. Natürlich ist die Welt nicht immer so, wie man sie gerne hätte. Und da muss man natürlich noch ein bisschen nachhelfen. Weil die Erde... Die muss so aussehen, wie der Mensch sie haben möchte. Selbstverständlich. Darf nichts mehr Natürliches haben. Würde dich das auch manchmal interessieren, wie so deine Umgebung ausgesehen hat? Ja. So vor, weiß nicht, 500 Jahren? So als kein Mensch so hier war. Also schon Menschen hier waren, aber als noch eine andere Generation von uns hier war. Und die unberührte Natur oder beziehungsweise... Naja, für 500 Jahren war es doch keine unberührte Natur. Unser Kaff gibt's schon eine ganze Weile. Ja, nimm... 1800... Irgendwas. Nee, ja, gut, das ist aber... 1400. Aber, ja, das sind schon eher 500 Jahre. So. Nur das eine Gebäude ist von 1800 irgendwas. Wir hatten früher so eine Burgmauer um unser Dorf rum. Okay. Da stehen Teile immer noch von. Sieht das dann auch als Weltkulturerbe schon? Keine Ahnung, aber es ist denkmalgeschützt. Okay, ja, aber das meinte ich jetzt auch gerade schon. Ich sagte gerade. Weltkulturerbe wäre, glaube ich, für so eine kleine Mauer ein bisschen übertrieben. Ich meinte denkmalgeschützt. Ja, das ist es. Wir haben ein paar Gebäude bei uns im Kaff, die denkmalgeschützt sind. Das Rathaus zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist. Also wir haben... In dem Ort, wo ich damals gewohnt habe, wo ich noch ein Bub gewesen bin. Ein Bub. Da ist quasi die komplette Innenstadt in Anführungszeichen. In Anführungszeichen deshalb, weil es ein Dorf war. Deswegen fing Marktplatz. Innenstadt. Ja, Marktplatz bezieht sich ja auch wieder nur auf den Platz. Also im Prinzip der innere Ortskern. So kann man es, glaube ich, nennen. Okay. Der ist auch geschützt gewesen, weil der auch von 1800 hasse nicht gesehen gewesen ist. Das sind doch richtig alte Gebäude noch. Die sind natürlich restauriert worden im Laufe der Zeit, klar, weil Wärmeschutz. Ja, unsere nicht. Das ist total bescheuert. Da steht ein Haus, das ist bestimmt 400 Jahre alt und das wird nicht restauriert. Es fällt jetzt so langsam aber sicher in sich zusammen, weil es niemand restaurieren darf. Das ist so dumm. So, mein Road-Tool ist kaputt. Ah, ich würde die Straße diese Folge gerne noch fertig machen. Das schaffe ich aber in den letzten 2-3 Minuten, die wir haben. Chi? Na, ich baue weiter Erde ab. Und mache sie langsam ein bisschen schöner. Chi. Ja, Chi mache ich's. Dann sind die geraden Wände nämlich weg. Ich mag keine geraden Wände. Was ist denn hier? Ach, das ist der Crushed Sandstone. Der sieht so weird aus irgendwie. Ja. Na toll. Ich will immer den Weg über mein Hausdach nehmen als Abkürzung. Was war das denn? Entschuldigung, das war mein Handy. Gott. Ja, das ist der Ton für Gruppennachrichten. Oh Gott, ey, das hat so ein bisschen was gehabt von so Horrorspielen, wenn irgendein Monster gerade kommt. Das ist eigentlich nur Trommeln. Ich habe für alles einen unterschiedlichen Ton. Also wenn ich E-Mails kriege, klingelt mein Handy anders, als wie ich eine WhatsApp-Nachricht kriege. Und wenn ich eine normale Nachricht kriege von WhatsApp, klingelt es anders, als wenn ich eine Gruppennachricht kriege. Eieieiei. Wir haben übrigens am Strand ist Sand. Strand ja. Ist Sand. Sandstrand. Macht Sinn. Mhm.
Nein! Ja, ich soll mich am Weg, der verdammt. Oh, jetzt. Oh, oh, hier ist eine dicke, fette Vogelspinne, Chi. Ja, ich sehe die nicht. Ich habe ein Arachophobie Ding an. Arachophobie, ja, genau. Okay. So, genau so heißt das. Ja. Arachophobie-Modus, meine Güte. Aber mal gefragt, was siehst du dann eigentlich? Das würde mich ja mal interessieren. Ich sehe die gar nicht. Ja, aber meistens hast du dann ja irgendwas anderes, was du dann dafür siehst. So kleine Babykätzchen oder sowas, weiß ich nicht. Nee, das ist in Eco gar nicht so. Das sehe ich gar nichts. Die sind einfach weg bei mir. Ja gut, die haben ja auch keine Funktion streng genommen. Die sind ja einfach nur Deko. Ich habe übrigens... Wir beenden die Folge, das erzähle ich in der nächsten Folge. Oh, Cliffhanger. Wir beenden die Folge in der nächsten Folge? Nein, wir beenden die Folge, ich erzähle es nächste Folge, was ich gerade erzählen wollte. Ah, okay. Ja, das ist doch jetzt mal wirklich ein Cliffhanger. Und just in dem Moment habe ich die Straße auch fertiggestellt. Das heißt, du hast meine volle Zustimmung. Oh, ich sehe gerade. Was denn? Die Straße, die ich hier baue, die ich so schön stempel, die löst sich auf im Sand. Oh, das ist ja wundervoll. Das heißt, wir müssen irgendwann, also ich muss irgendwann mal hier austauschen gegen eine Steinstraße. Ich glaube, die löst sich dann nicht mehr auf. Ja, hätte ich mir das alles im Prinzip auch wahrscheinlich sparen können. Juhu, wieder eine Folge sinnloses Zeug gemacht. Yay! Aber man lernt ja, ne? So ist es ja nicht. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge, bei dir weiter Terraform oder was passiert bei dir nächste Folge? Von mir weiter Terraform, ja. Okay. Ich würde dann am Anfang schon mal mit dem ersten Hausbau hier von unserem Städtchen. Mhm. Und dann gucken wir mal, dass wir dann sukzessive die Arbeitstische hier rüber bekommen. Ja. Klingt gut, ne? Klingt gut. Ja, dann, liebe Freunde, nächste Folge. Dann gucken, was die Chi für einen Cliffhanger hat. Und, ja. Ist spannend. Ja, ich denke auch. Ich habe hohe Erwartungen. Yay. Bis dahin. Ja, macht's gut, ne? Bye, bye. Tschüss.